Ja, guten Abend miteinander. Herzlich willkommen zu dieser Pressekonferenz nach dem Spiel zwischen FCZ und IB. Bei uns sind die beiden Cheftrainer, der Joel Magna und der Ricardo Moniz. Joel, Gratulation zum Sieg. Darf ich dich um ein kurzes Fazit bitten? Ja, danke vielmals. Unser Ziel war, hier zu kommen, um das Spiel zu gewinnen. Ich denke, die erste Halbzeit war sehr geschlossen, wenig Torchancen und eine außergewöhnliche Geste von unserem Stürmer Gandula hat den nötigen Kick gegeben in der Partie. Die zweite Halbzeit, klar, mit der roten Karte, das hat uns sehr geholfen. Und wir haben das zweite Tor gemacht, was uns auch ein bisschen befreit hat. Aber es ist klar, dass wir sehr zufrieden sind mit diesen drei Punkten, mit der Mentalität der Mannschaft. Spielerisch, ja, kann man sicher noch sich verbessern. Danke vielmals, Joel. Ricardo, wie schaust du auf das Spiel zurück? Allererst Glückwunsch zu meinem Kollegen für den Sieg. Wir sind sehr enttäuscht. Es war für uns ein Finale. Alles ist schwarz-weiß. Nou, ik heb die verantwoording genomen. Ik neem ook die verantwoording voor die speler. We zijn een beetje anders aangevangen met een Rauter, met Rona en Okita vorne. Die moesten eigenlijk zo voor druk zetten zelfs die twee centralen. Dat is manchmal goed gegaan, manchmal niet goed. We hebben twee chancen gehad. Ik geloof met Okita. Enige mogelijkheden om dat 1-0 te erzielen. Aber wir sind am Ball nicht so gewesen, wie ich wollte. Wir hatten bei Rodrigo an der linken Seite einen freien Mann. Da mussten wir viel mutiger sein, um zu spielen. Charakterspieler sind nicht nur gegen die Ball, sicher am Ball. Daarin habe ich mein kreativer Spieler total kein Initiativ genommen. Da nehme ich die Verantwortung für. Es war heute eigentlich ein Finale. Du kannst nicht sagen, wir müssen über 5 Spiele Europa safe stellen. Eigentlich war heute ein halber Schritt. Und das werfe ich vor, weil die Mannschaft hat das nicht gezeigt. Auch bei so einer diskutablen Entscheidung, die rote Karte. Mussten wir cleverer sein? Want ich denk, bin überzeugt, wenn wir mit 11 Mann geblieben wären, dann wäre es noch ein Spiel gewesen. Nou, wir haben noch Glück gehabt, dass Brecher uns rettet. Aber ich bin zufrieden über die Einwechslungen. Die haben alles gegeben. Die haben 120% abgerufen. Das ist einzige, was ich frage. 120% Mentalität. Und darin ist noch viel Luft nach oben. Nochmal, wir haben noch 4 Spiele, um zu reparieren. Und das muss unbedingt so sein, weil es geht um alles. Vielen Dank, Ricardo. Die erste Frage gehört an Michi Wittstein. Ricardo, eine Frage, bist du sauer auf Konde, weil ich sage jetzt mal so, ich glaube, er hat dem FC Zürich das Genick gebrochen mit dieser dummen roten Karte. Ja, auf internationaler Ebene passiert das nicht, dann wird es weitergespielt. Das ist auch etwas, waar we een beetje flexibel in zijn, sage ich objektiv, hè? Nicht weil er rot bekommt, er hat doch rot bekommen. Schiri war natürlich total nicht auf unserer Hand, aber das ist nie eine Verontschuldigung, das musst du akzeptieren und dann musst du clever sein. Aber es ist natürlich total nicht nötig für die Schiri, dass sie die rote Karte zieht. Da muss sie mit viel mehr Gefühl mit umgehen, finde ich. Da ist auch nicht die Spieler dafür. Und wenn du auf internationaler Ebene die Pressing siehst, ja, dann wird das anders interpretiert. Aber nochmal, der erste Satz auf das Matchplan ist no red card. Da muss sie cleverer sein, aber es war sehr schwer bestraft. Man muss auch sagen, der FC Zürich hatte keine einzige Torchance in der zweiten Halbzeit. Keine. Ja. Das werfe ich mich vor. Nochmal, ich nehme die Verantwortung. Die Spieler können immer auf mich rechnen, wenn es um Hits geht. Aber wir müssen auch uns viel aggressiver zeigen, um für Europa zu gehen. Weitere Fragen? Nochmal, Michi Wittstein. Joel, richtest du dich schon mal am nächsten Sonntag gemütlich ein, weil ihr auf dem Sofa Meister werden könnt? Also ich habe noch gar nichts gerechnet. Mir interessiert das Spiel am Samstag gegen Lugano zu Hause. Jetzt spielen wir wieder zu Hause und wollen wir das Spiel gewinnen. Was am Sonntag passiert, kann man nicht beeinflussen. Aber man kann ja einfach rechnen, es sind 8 Punkte, ihr gewinnt, dann sind es 9 und das sind noch 3 Spiele. Also braucht ihr dann noch einen Punkt und wenn dann Servet nicht gewinnt in St. Gallen, dann seid ihr am Sofa, am Sonntagsofa-Meister. Ja, ich war in der Schule nicht gut in der Mathematik. Das Aber noch eine Frage zur ersten Halbzeit. Das war noch nicht eine richtig gute Leistung. Einverstanden? Ja, total. Also wir wissen es. Wir sind im Moment eine Mannschaft, wo durch die Mentalität ihre Punkte macht. Und ich glaube, das haben wir heute gezeigt, dass wir eine Einheit sind. Wir waren da im kurzen Trainingslager in Thun. Ich glaube, das hat uns noch mehr
zusammengebracht, aber es ist klar, spielerisch müssen wir uns noch verbessern. Wäre Eaton auch sofort nach der Pause gekommen, wenn Gonula keine gelbe Karte bekommen hätte? Wahrscheinlich nicht. Danke vielmals. Florian Ratz, bitteschön. Ich schaue das Mikrofon warten. Merci. Eine Frage an Herrn Moniz. Jetzt die letzten drei Spiele, kein Tor geschossen. Jetzt geht es auf Winterthur. Wenn das schon ein Final war, was ist dann das in Winterthur und wo sollen die Tore herkommen? Ja, was habe ich an so einer Frage? Das ist sehr, wenn ich so gegen die Spieler spreche, das ist sehr negativ. Wir müssen immer das Beste eraus holen. Du hast heute in der ersten Halbzeit haben wir 1-2 Torchancen gehabt. Wir haben auch die Spieler noch immer. Wir haben keinen typischen Stürmer, das haben sie recht. Aber dan moest trotzdem dat er systeemchancen komen. Ik moest dat repareren. Wenn du met Lendret speelt of met Bora, dat is een andere flankkeeper. So, daarin moest ik dat systeem, standaard, ballen van die zijde, dat moest ik repareren. Daarin is geen speler jetzt beschermd, ook grote namen niet. Daarin heb je absoluut recht. Dat is etwas en dan moest om toren te erzielen. Ook heute, wenn du 1-2-1 macht. Ach met zijn man kan dat spel enden. Want ihre collega had recht. Dus is totaal geen droom dat ze een steen kan. Nou, dat is mijn verantwoordelijkheid om dat te repareren. Wat Torres moest doen, soms werd het pijnlijk. Gibt's noch Fragen? Dan bedanken wir uns recht herzlich. Einen schönen Sonntagabend. Bis zum nächsten Mal.